Hallo, liebe Clasher, ich bin's mal wieder, euer Toto, und ich bin euch ja noch ein Mini-Recap-Short schuldig von unserem letzten Clankrieg, den wir gewonnen haben gegen die Garde du Nord. Wir schauen mal rein. Sehen hier 64, 57, also relativ hoch gewonnen. Ich war euch noch ein paar Sachen schuldig hier unten. Hatte ich ja schon gezeigt. Das heißt, auf dieser Seite muss ich ja schauen beim Enemy. Einige oder beziehungsweise mein RH8-Kampf mal live. Ich denke mal, morgen Abend kommt noch wieder eine Aufnahme live am Tablet. Aber ich werde morgen früh noch ein Video machen von unserem nächsten Clanking-Gegner. Warum? Das erfahrt ihr etwas später. Wir schauen uns hier einfach ein paar schöne RH9 Fights an. Wir fangen an hier mit dem Donnerbengel. Der Donnerbengel, das hatte ich ja versprochen, macht hier einen Walk mit seinen Packers, was im Moment ein sehr beliebter Angriff ist. Er funnelt also mit zwei Baby Dragons und kommt dann direkt mit den Packers rein. Im Hintergrund wird sicherlich sein, dass hier hinten in dem Bereich hier drei Lars stehen, die sehr, sehr weit weg sind. Vorne eigentlich optimal gelaufen, auch wenn man meint, es sind nicht mehr viele Truppen da. Gleich die vier Tesla weg, das heißt, die ganze Farm ist da schon mal weg. Das ist super. Jetzt kommt eine kleine Bedrängnis, denn Babydrachen und Clanburg-Truppen setzen den Packer ein bisschen zu, aber die werden super hochgehalten. Queen schön im Hintergrund, killt die Clanburg-Truppen, und von rechts unten kommt eigentlich jetzt schon die Finish-Truppen, nämlich die Hog Rider. Und die Base hat sich da förmlich für angeboten, mal so einen Angriff zu machen. Ihr seht selber, da leben richtig viele Truppen. Und das war ein relativ einfacher 16 zu 16 Fight. Das heißt also, sein erster Kampf gegenüber. Und so ging das eigentlich relativ gut weiter bei uns. Flashloop ist Nummer 13 bei uns, hat die Nummer 15 gemacht, weil sein Gegenüber war doch ein bisschen zu stark für ihn. Das hat ein RH10 erledigt. Aber auch den Fight will ich euch nicht vorenthalten, denn eine Pekka-Valkyren-Kombi sieht man auch eher selten. Und funnelt hier also mit Golem, Magier, Queen. Dahinter die Bowler, die zwar jetzt außenrum rennen, das ist bei den Bowlern aber nicht immer ganz so schlimm, solange irgendwie was in der Mitte ist, was tankt, ob das nun ein Packer ist, Walküren sind oder Golem sind. Und er kommt hier mit einem Sprung dann gut in die Mitte der Base rein. Die Golems sind zwar mini, aber sie tanken noch gut. Und jetzt leben auch nicht mehr viele Defensivtruppen beim Gegner, und wir sehen rechts, dass die beiden Packer immer noch leben. Einer ist jetzt weg, der andere hat aber allerdings noch voll Heal und geht hier schön sauber rum. Manchmal ärgert es einen, dass er sauber rumgeht, aber in diesem Fall, denke ich mal, war Lupe das genau recht, dass der mit schön außen rumlatscht. Die Queen kann alles schön mittig machen, und das waren echt schöne 3 Sterne hier von Flashloop. Wir gucken ein bisschen höher. Ich muss immer schauen, dass ich auch RH9er eigentlich erwische. Das sind nämlich alle schon RH10er Fights hier. Das macht aber nichts. Das sind hier die hohen Bases. Wir gucken uns einfach den Angriff von Hocke an. Das ist eine Maxed Out Base RH9 mit schon ziemlich vielen Mauern auch auf Max Level für den Rathaus Level. Und er kommt hier mit seiner typischen Bowler Heiler Riesenkombi rein. So ein bisschen habe ich mir das bei Hocke auch abgeguckt, der wirklich gut mit dieser Kombination angreifen kann. Da komme ich noch lange nicht so hin. Aber Hocke hat diese Angriffe jetzt schon sehr, sehr häufig gemacht, und ich muss selber beobachten, dass die Helden von Hocke in der letzten Zeit richtig gut gelevelt haben. Er hat halt lange Zeit irgendwo festgehangen, hat halt viel CKs gespielt, was auch nicht zu verübeln ist, denn er hat immerhin schon den Erfolg mit weit über 1000 gewonnenen CK-Sternen, die auch seine Erfahrung preisgeben in CKs. Aber ich freue mich, dass jetzt seine Helden richtig schön hochkommen.
Queen auf 28, King schon auf 31, das ist ein echt guter Weg. Und ich schätze mal, er geht auf Rathaus 11, wenn er die beiden Helden beide auf 35 hat. Er wird das sicherlich nicht machen. Hat zwar noch nicht so viel Geduld und so viel Tugend, wie ich es habe, aber ich denke, er weiß selber, wann er auf RH11 gehen sollte, weil er jetzt hat ja selber gesehen, bei RH10 haben lange seine Helden nichts gemacht, Base maxed out, Mauern schon bald fertig und Helden aber irgendwo so ein bisschen auf, na, ich sag mal, End RH9 stehen geblieben. Ich finde das richtig gut, dass er die jetzt levelt. Und er ist echt gut am Start. Das dauert sicherlich nicht mehr viele Wochen oder Monate. Mal gucken, bis auch Hocke auf Rathaus 11 geht. Dann haben wir hier oben noch einen von Hocke, den will ich aber nicht zeigen. Zwar kein 3-Stern mehr, aber ja, ich zeige auch mal was wir ein bisschen verkackt haben. Die 4 haben wir irgendwie nicht geschafft, aus welchem Grund auch immer. Norman hatte mit 43% sogar den besten Angriff hingelegt. So ein bisschen zur Analyse dieser Base. Man glaubt eigentlich, oder auf den ersten Blick würde man sagen, boah, das ist ja ein Rusher. Ja, es ist ein Rusher, aber es ist nur ein Mauernrusher, mehr nicht. Denn die Def hier ist mit den X-Bogen, mit den Teslas, mit den Bogenschützen, Türmen, mit den Kanonen maxed out. Und hier brauchen wir auch nicht vermuten, dass hier noch kleinere Tesla stehen als Level 7 bzw. Level 8. Und dementsprechend knackig ist auch so eine Base hier. Auch wenn hier sogar noch die neuen Mauern von RH11 drin sind, die ja jetzt in irgendeinem Update noch dazugekommen sind. Die sind ja nicht mit RH11 dazugekommen, sondern irgendwann dazugekommen. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze an. Norman entscheidet sich also von oben mit einem Queenhawk reinzukommen. Der läuft auch eigentlich erstmal ganz gut. Es gibt dann irgendwo eine Stelle, da läuft er nicht mehr so gut. Das sieht man hier ganz deutlich. Auch hier werde ich kurz dann mal anhalten. Er kriegt jetzt die Clanburg gelockt. Was kommt raus? Zwei Loons und ein Hund. Das heißt, die Queen geht erstmal auf den Hund und auf die Loons, ist dadurch abgelenkt für den Rest der Def. Und wenn wir hier mal gucken, hier ist eine fette Kanone, hier ist ein Bogenschützenturm, hier ist ein Bogenschützenturm, der die Queen auch noch ankratzen kann. Hier ist ein Minenwerfer, hier ballert ein X-Bogen. Das ist auch für eine 40er Queen hart. Und dazu kommen ja gleich noch die ganzen Puppies. Das heißt, jetzt ist sie abgelenkt, jetzt kriegt sie Feuer, sieht man auch, keine Chance. Kommt dann noch hier mit seinem mittleren Squad schlecht als recht rein. Die gehen alle außen rum, keine einzige Truppe geht irgendwo mittig, geschweige denn, dass irgendwo noch was in den Sprung reingeht. Und ich hätte fast gesagt, ein 1-Stern wäre schon ein Glück gewesen jetzt. Aber da hinten sind noch ein paar Puppies, die machen hier den Rest. Und so war das leider, leider nur 0 Sterne auf die 4. Einen habe ich noch für euch. Das ist hier die Nummer 2 vom Gegner. Die hat unser Nummer 1 gemacht, unser Max. Wir gucken mal rein. Die Angriffe üben wir zurzeit auf so typische Ringbases. Das heißt, wir kommen mit einem Kill-Squad rein. Wie immer es auch aussieht, er lockt erstmal die Clanburg. Da ist schon mal richtig viel drin. Kommt dann hier unten mit dem Queenwalk weiter rein. Und ich finde, der Queenwalk läuft auch richtig gut. Denn Ziel ist es gerade, wenn ich mit Minern, die wir hier unten sehen, 7 Stück hat er dabei, am Ende kommen will, dann will ich nur das Rathaus haben mit den Minern und muss hier bis zu den Lars eigentlich beidseitig alles clearen. Irgendwo 180 Grad müssen es sein. Die Queen geht jetzt gleich auch in die Base hinein. Was ich so ein bisschen nicht verstehe, ist, warum sie Queen und Adler komplett weglässt. Die waren wohl ein paar Millimeter aus der Range raus. Und dementsprechend hat die Queen das gar nicht mehr beachtet, kriegt die jetzt nur von zwei Defenses Feuer, Bogenschützenturm und Level 5 X-Bogen. Das ist aber gut zu verkraften, vor allen Dingen mit dem Warden noch im Nacken, der zwar auch ein bisschen Feuer kriegt, aber geheilt wird. Die Heiler schwenken ja immer mal wieder, je nachdem, wer da gerade sein Leben verliert. Und jetzt hat er eigentlich schon auf dieser Seite hier richtig viel geklärt.
kommt, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, genau, kommt hier von unten mit dem restlichen Truppenreihen King und Bola hatte die Riesen, glaube ich, in der Clanburg und cleart hier auch richtig schön weit. Jetzt muss man das natürlich sehen, dass die 180 Grad hier auch anders erreicht werden können, nämlich zwischen den beiden Teslas. Und er sich dann entscheidet, wenn, glaube ich, ein Tesla gefallen ist, mal gucken, der linke, da ist er auf Single. Ja, der haut die Queen jetzt auch richtig hart weg und jetzt wahrscheinlich auch den Warden. Aber ich glaube, das reicht noch. Die sind auch weit aus Range vom Rathaus her. Da poppen jetzt vier Teslas hoch und er kommt jetzt mit den Minern rein. Die Miner werden Wut bekommen in der Mitte, packen also locker den Tesla. Da in der Mitte keine Fußtruppen sind an Fallen, kümmern die sich ausschließlich um das nächste Gebäude, egal ob es ein Tesla ist oder so wie in diesem Fall das Rathaus. Und so waren das richtig schön, zwei Sterne. Super Angriff, super Geschichte, gerade mit den Minern am Ende. Und das sind so Sachen, die wir zurzeit üben. Hatten den Gegner gut im Griff. Auch wenn wir tatsächlich die 4 nicht geschafft haben, da fehlen uns einfach nur ein paar EP. Aber der Rest hier ist echt starke 3 Sterne. Und bei uns haben sie natürlich auch 3 Sterne. 8er Bereich, 9er Bereich, überhaupt kein Thema, empfängt immer 3 Sterne. Unsere Steffi, 9,5, hat auch nochmal 3 empfangen, aber danach. Okay, Lukas, glaube ich, relativ hoch von 2er. Da der Gegner ein bisschen runtergehen musste aufgrund unserer leichten Übermacht der Rathaus 9er. Das heißt, er musste also viele Rathaus 9er auf unsere 8er schon schicken, weil die wirklich wenig 8er hatten. Die hatten, glaube ich, die Hälfte weniger. Fehlten dem Gegner am Ende hier im oberen Bereich leider ein paar Angriffe, aber die Angriffe, die dann gekommen sind, waren auch wirklich wenig. Allein die ersten 5 Bases nur mit 5 Sternen belegt. Wir gucken mal, bei uns die ersten 5 Bases sind immerhin mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sternen belegt. Auch selbst wenn die 4 nicht gemacht wurde. Das ist also immer noch in Ordnung. Und der nächste CK ist wieder richtig witzig. Ich könnte schon wieder kotzen. Warum? Das zeige ich euch morgen in einer Folge. Selber komme ich im Moment eigentlich ganz gut zurecht. Ich habe meine Walküren hier fertig. Die Walküren sind auf Level 5. Ob ich die dann auch im CK einsetze, weiß ich noch gar nicht. Letztendlich muss ich irgendwo alles hoch. Aber Walküren, Golem und Heldenkombis sind immer gut für einen 2-Sterner zumindest im RH10-Bereich, je nachdem, was ich für eine schwere Base erwische. Und so komme ich mit meiner Dev auch ganz gut weiter. Ich habe tatsächlich schon meine ersten 5 Mauern auf Max. Das lag einfach daran, dass die Laufzeit meiner ersten Dinge, die ich nachmaxen muss, hier die Kanone, der Bogenschützenturm, nicht so weit entfernt waren, dass ich nicht immer ein bisschen mehr Gold und Elex reinfahren konnte für die ersten Mauern, die ich hier direkt vorm Rathaus auch platziert habe. Die Bowle habe ich gesehen, laufen nur 10 Tage jetzt. Die habe ich heute angestoßen. Und ein Bob macht ausschließlich bei mir Kasernen, das heißt die zweite Kaserne, dunkle Kaserne auf Level, auf Max-Level, auf Level 7, läuft schon. Das heißt, ich habe jetzt noch 9 Tage, 11 Stunden, 19 Tage, 29 Tage, in 39 Tagen und 11 Stunden. Mein Plan, habe ich alle Kasernen auf Max-Level und kann dann den Rest der Zeit bis zu Rathaus Level 11 schnell und fix meine Truppen bauen. Ihr wisst selber, die Truppen bauen schneller, wenn man alle Kasernen auf den gleichen Stand der jeweiligen Truppen hat. Im Moment dauern halt meine Miner 2 Minuten, meine Bowler dauern 2 Minuten. Die dauern eigentlich nur 1 Minute, wenn man alle Kasernen ausgebaut hat. Ich glaube, der Miner sogar dann nur noch unter einer Minute. Und das ist mein Ziel. Tatsächlich werde ich aber, wenn meine Kanone hier auf Max-Level für Rathaus Level 9 ist, also nachgelevelt, werde ich meine erste neue Def nachleveln. Das wird der Inferno hier sein. Na, mal gucken, vielleicht auch dieser hier. Weil wir ein bisschen mit den Pokalen hochgehen. Deswegen ist vielleicht der Inferno am Rathaus besser, dass ich den erstmal stehen lasse. Und den hier unten level. Das heißt, ich muss in
gut einen Tag, 13 Stunden, 6,5 Millionen Gold drin habe. Das sieht noch nicht so danach aus, aber im Moment farme ich ein bisschen Dunkles nach und werde danach vermutlich ein bisschen Bartsch nachfarmen. Das geht dann relativ zügig noch in Kristall 3. Ich werde wieder ein bisschen runtergehen auf Kristall, auf Gold Status, denke ich mal. Dann kommt da auch wesentlich mehr Gold und ein bisschen mehr Elex rein. Dunkles ist mir dann erstmal egal. Das brauche ich jetzt erstmal ein bisschen nicht. Auch im Labor wird die nächste Truppe eine Elex-Truppe sein. Welche werde ich euch dann in einem nächsten Video verraten. Aber wie gesagt, morgen früh drehe ich das Video für unseren CK-Gegner, den wir jetzt haben. Ihr seht das hier jetzt noch nicht, das Infozeichen. Es ist aber schon da. Und werde ich euch mitteilen, warum wir schon wieder so kotzen. Bis dahin würde ich sagen, euer Toto clasht.